So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise bald Ramses der Dünne, denn ich habe eh keinen Geschmack mehr, ich merke eh nichts mehr, ich brauche eigentlich auch nichts mehr essen, das ist jetzt vollkommen egal. Jetzt weiß ich auch, was die Leute immer meinen, ne? Wenn sie sagen, Coronis, ne? Ich merke nichts mehr. Was ist passiert? Ich habe es am Montag irgendwie im Stream schon versucht, ein bisschen anzukündigen, anzuteasern. Ich alle fiel um die Ohren, da stand noch nicht alles fest, da wollte ich erst einmal noch mal warten, denn ich war am Freitag doch beim Arzt. Ich habe gesagt, am Freitag, ich gehe mal zum Arzt, weil in letzter Zeit ich immer so diesen extremen Hustenreiz hatte. Das hat sich alles so auf den Brustkorb gelegt. Ich hatte immer so diese Kurzatmigkeit, die habe ich damals schon gehabt, als ich meinen ersten Asthmaanfall hatte. Dass immer, wenn du tief einatmen wolltest, sofort wieder husten musstest, so extrem stark. Du konntest einfach keine tiefen Atemzüge machen. Und jeder im Chat hat gesagt, Ramses, geh doch mal zum Arzt, Ramses, geh doch mal zum Arzt, Ramses, geh doch mal zum Arzt. Bin ich also zum Arzt gegangen, ja? War ja nicht das erste Mal, das mit dem Husten zieht sich jetzt bestimmt schon über einen Monat hin. Alle sagen auch immer, ich glaube, den Husten wirst du nie wieder los oder bah, geht's dir immer noch nicht besser hin und her. Ich war auch letztens schon mal extra in Hibu hier bei so einem Container, weil wir ja zu dem Kindergeburtstag wollten und alles. Und da habe ich gedacht, gut, bevor ich jetzt dahin fahre, vor Ort einen Test machen muss und dann ist irgendwas und dann schicken die dich wieder heim. Gehst du also dahin, machst mal einen Test, machst mal einen Abstrich und alles war okay. Also habe ich gedacht, okay, du hast ständig diesen Hustenreiz und alles, aber es ist nichts. Also wird es wohl vielleicht doch irgendwas mit dem Asthma, mit der Luft zu tun haben oder vielleicht einfach eine normale Erkältung. Jetzt bin ich nochmal zum Arzt gegangen. Jetzt bin ich dahin, habe das nochmal gesagt. Ich wollte eigentlich nur, dass er mir ein Asthma-Spray auch nochmal verschreibt, weil ich auch keins mehr hatte, weil ich jetzt schon seit 10 Jahren keins mehr genommen habe. Und ja, wurde noch ein Abstrich gemacht am Abschluss, zum Abschluss. Das war also am Freitag und am Montag, Montagmittag, ruft mich das Gesundheitsamt an und sagt natürlich, Herr Hess, Sie sind positiv, ne? Ob ich mit jemandem Kontakt hätte, habe ich gesagt, ja, meine Mutter ist gerade da, die hole ich ja am Sonntag immer, ob es andere Kontaktpersonen gibt, habe halt da angegeben, meine Freundin alles, wie auch immer. Die ist natürlich geimpft, bei der ist es jetzt alles nicht so tragisch. Ich bin nicht geimpft, ja. Jetzt hänge ich also da. Jetzt habe ich erstmal 2 Wochen Quarantäne verordnet bekommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo es her ist oder wie das jetzt entstanden ist. Kann ja eigentlich nur vom Einkaufen gewesen sein. Ansonsten bin ich nicht großartig irgendwo. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt auch nichts anders wie einfach den ganzen Monat. Dieser Hustenreiz, der immer schlimmer wird und dann wieder zurückgeht und dann wieder schlimmer wird, war in dem Moment, als ich dann am Freitag beim Arzt war und habe Medikamente bekommen. Ich habe mein Asthma-Spray bekommen. Ich habe das Asthma-Spray genommen und es hat sich auf einmal wieder besser angefühlt. Die Lunge war wieder freier. Er hat mir so Tabletten gegeben zum Abhusten, dass sich da der Schleim schön löst. Das funktioniert auch relativ gut. Habe dann auch ganz viel Tee getrunken am Wochenende, Samstag und Sonntag. Über so 1,7 Liter, bis alles wieder rausgeschossen kam. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Mir geht's eigentlich relativ gut. Mir geht's wunderbar. Das Einzige, was jetzt ist, ist, dass der Geschmack halt weg ist, ja, ist mir dann aufgefallen. Obwohl das am Wochenende, als wir Burger gemacht haben, auch noch nicht war. Am Samstag hatte ich noch Geschmack. Und am Montag, als sie sagen, sie haben das, war in dem Moment sozusagen weg. Als wie durch den Schreck ist er einfach verschwunden. Weil er dann, ach warte mal, was? Dann muss ich jetzt gehen. Das wusste ich nicht, das hat mir noch keiner gesagt. Was ich natürlich nicht verstehe, wie macht man denn jetzt einen richtigen Corona-Test? Ich meine, wenn ich jetzt in Hibu da war, normal bei dem Abstrich, die haben das mit dem Stäbchen einfach in den Mund rein, haben da rumgewühlt, haben gesagt, sie sind nicht ausgebildet für Nase, denn man kann es im Mund machen oder in der Nase. Entweder oder. Jetzt haben die das nur im Mund gemacht. Als ich im Krankenhaus war, ein paar Wochen davor oder Monate, da haben die auch mal einen Test gemacht und die haben gar nichts mit dem Mund zu tun gehabt. Die sind einfach gleich in die Nase. Und die sind
richtig in die Nase rein, richtig schön bis hinter gestört, Alter. Wer weiß, was sie da gesucht haben. Habe ich auf jeden Fall gemerkt, ist ein bisschen unangenehm und die Augen drehen auch, weil die so richtig schön das in die Höhle reinstechen. Okay, das ist der Unterschied. Mund-Nase kann ich auch verstehen, wenn man für Nase nicht ausgebildet ist, weil man da auch was kaputt machen kann, dass man einfach leicht im Mund einen Abstrich nimmt. Bei meinem Hausarzt ist wieder was auch wieder anders. Der Hausarzt ist mit dem Wattestäbchen in den Mund, raus und direkt in die Nase, aber halt auch nur in der Nasenhöhle vorne, wie beim Mund, einfach und wieder raus. Und ich dachte, hä? Erstens kannte ich die Kombination nicht mit Mund und Nase und demselben Stäbchen und dann auch nicht, dass das halt so vordergründig ist. Ich dachte, das wird jetzt richtig krisch. Wie eben, wie ich es kenne, wenn es in der Nase ist, dass das voll hinten rein klatscht. Deswegen haben sich doch auch immer alle so beim Corona-Test und beim Abstrich, dass sie sagen, oh nee, das ist so schlimm und das tut zu weh und das ist so eklig und bla. Habt ihr schon mal einen Abstrich gemacht? Habt ihr schon mal einen Corona-Test gemacht oder machen lassen? Wart ihr schon mal beim Arzt? Wie war das denn bei euch? Und wart ihr schon mal in Quarantäne? Habt ihr schon mal irgendwas so? Schreibt es mal rein, ihr seht dementsprechend, sehe ich auch aus. Also ich sehe aus wie immer, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang in Quarantäne bin. Ziehe auch mein Schlafoberteil an. Das ist nämlich richtig cool, das Style. Und jetzt war das Problem, ich musste meine Mutter ja angeben als Kontaktperson, die ja Sonntag da war. Und wir sollten uns jetzt einigen, wie wir das machen. Entweder, dass sie, also sie sollte abends 18 Uhr am Montag nochmal dahin, sollte nochmal einen Test machen, ob das bei ihr dann positiv, negativ ausfällt. Egal wie es ausfällt, sie soll auch in Quarantäne 10 Tage. Sie durfte sich jetzt aussuchen, macht sie die Quarantäne bei sich, zu Hause, alleine, ohne dass jemand vorbeikommt und ohne dass jemand schreien hört, oder macht sie die hier, weil sie eh hier ist. Ja, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht, was das Richtige ist. Man könnte natürlich sagen, ja, vielleicht ist sie ja noch negativ und wenn sie jetzt die ganze Zeit mit dir da auf einem Fleck hängt, dann wird sie noch positiv und dann ist das viel schlimmer. Und manche sagen auch, komm, wenn sie eh da ist, alleine ist es doch langweilig, zusammen ist es doch besser, könnte man auch, aber ist das, auf das man ausgehen sollte? Wir haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass sie die Quarantäne trotzdem hier verbringt bei mir. Mir war wichtig, ich meine, ja, es ist bestimmt nicht so cool, wenn man jetzt 2 Wochen ganz alleine da sitzt, aber ich habe ja trotzdem die Streams, ich habe die Videos, ich habe ja Kontakt zu euch, ich habe Kontakt zu anderen, ich kann ja da schreiben, telefonieren, machen, ich habe das ja alles. Meine Mutter hat das eben nicht, ja. Und meine Mutter war eigentlich die ganze Zeit, ich sag mal so, sie kennt das gar nicht, dann alleine zu sein, weil wenn ich sie bei mir habe, ist sie ja bei mir. Wenn sie bei sich war, sind meistens Bruder und Schwester von ihr da, weil die auch gleich nebenan wohnen. Oder sie ist bei denen, weil da die Kinder immer da sind, alle. Es ist also immer was los, es geht immer was ab. Dass sie jetzt alleine da sitzt auf einmal und plötzlich alles totenstill ist und gar keiner mehr da. Das ist eine Situation, die sie noch nie hatte in letzter Zeit und gerade weil es bei ihr eben schlimmer ist als bei mir. Schon als sie am Wochenende die eine Nacht hier geschlafen hat und ich habe sie immer zu husten hören, immer zu husten, um Luft ringen, röcheln, machen, tun, habe ich mir gedacht, wie kannst du sie so denn nach Hause lassen und sagen, so, ich mache mein Ding hier, du machst dein Ding bei dir zu Hause, ganz alleine, wo einfach keiner was mitkriegt. Was ist denn wirklich, wenn irgendwas mal ist oder so? Es ist ja keiner dann da. Und hat sie die Kraft, dann noch zum Telefon zu greifen oder irgendwas zu machen? Ich bin ja jünger, sie ist älter, hin und her, keine Ahnung. Deswegen eigentlich müsste man sie schützen vor mir. Aber vielleicht habe ich es ja auch von ihr. Das weiß ich ja auch nicht, wie das nun ist. Vielleicht ist es ja auch ganz andersrum. Wenn es bei ihr so schlimm ist, vielleicht habe ich es jetzt. Vielleicht so. Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass sie da alleine zu Hause liegt und dass da keiner da ist. Ich habe gedacht, wenn hier was ist, ich sehe das, ich kriege das mit, ich habe da ein Auge drauf und so weiter. Ich kann dann direkt handeln, wir sind direkt auch in der Stadt. Da kann bestimmt auch schneller was gemacht werden und geholfen werden, aber was macht man überhaupt? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall alles sehr komisch. Der erste Gedanke, der mir jetzt auch kam, war natürlich, was ist mit Adi? Ja, musst du auch einen Test machen? Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich meine nur, was ist mit Adi? Jetzt wollte ich, traditionell Montag gehen wir eigentlich immer los und kaufen für den Adi Katzenfutter.
jetzt können wir nicht los und können kein Katzenfutter kaufen. Der arme Adi. Aber ihr wart ja gut drauf und habt natürlich regelmäßig Fanpakete geschickt. Das heißt, der ganze Schrank ist noch voll mit irgendwelchen Tütchen, mit Leckerlis, mit Trockenfutter, mit Snacks, mit gefüllten Snacks, mit Sticks, mit Kissen, mit sonst wie. Und ich habe auch noch ein paar andere kleine Tütchen hier mit irgendwas. Und so ganz für den Notfall kann man ja mal gucken, dass man vielleicht jemanden dann einen Auftrag gibt. Hier, bring mal, werf mal eine Scheibe Wurst in den Briefkasten. Und der Nächste, der schiebt noch ein Brötchen ins Zeitungsrohr hinterher. Und dann kannst du das gar nicht abholen, weil du ja nicht runter darfst in den Hausflur. Also schieb mal eine Scheibe Wurst unter der Tür durch. So muss das dann heißen. Oder Freitag, 18 Uhr, drittes Fenster ist auf, werf die Wurst einfach rein. So kann das dann auch funktionieren. Das ist was, wo ich jetzt denke, okay, so 2 Wochen Urlaub, 2 Wochen aufeinander sitzen, 2 Wochen einfach hier. Wird mit dem Community Raid ein bisschen komisch, aber den werde ich dann auch von zu Hause aus irgendwie veranstalten. Und ansonsten geht es erstmal eigentlich nur darum, sich halt jetzt dann zu ernähren, ja. Gucken, was man braucht, was ist cool. Ich habe ganz viel Samyang noch da, da kann ich jeden Tag Samyang-Nudeln essen. Ansonsten auch so viele Sachen, die ihr geschickt habt. Problem ist, ich habe halt keinen Geschmack. Deswegen richtig coole, wichtige Dinge werde ich jetzt wohl nicht dann verzehren oder testen, weil dann ich das eh nicht wirklich beurteilen kann. Aber, ja, das Gute ist, wenn wir das alles überstehen, haben wir wenigstens den Status der Genesenen, hoffe ich. Und dann kann ich wenigstens zu Halloween ins Kino gehen. Bei Halloween Kills. Denn darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Erstmal Werbung machen für den Film. Ansonsten bin ich nicht so der Fan gerade von in dieser Zeit irgendwo hingehen, wo viele Leute sind. Ich habe, wie gesagt, das immer noch nicht verstanden. Letztens erst auch wieder hier Hibu leuchtet. Großes Fest in der Stadt. 1000 Leute aneinander gedrängt, mitten hier in den Gassen auf dem Markt, alle aneinander, keiner mit Maske, Alkohol konsumiert, sonst was. Ich habe mir gedacht, okay, verstehe ich nicht. Sie wollen so sein, alles muss safe sein und dann packen sie dir hier solche Feste hier vor die Tür und alle machen, was sie wollen und wundern sich dann, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe sowieso vieles nicht, deswegen Adi! Deswegen, egal, ist nicht mein Bier. Ich weiß halt, wie gesagt, also nicht, woher es kommt. Sicherlich vom Einkaufen, als ich mein Brötchen nicht im Postrohr hatte, sondern als ich das selber noch geholt habe im Rewe. Und jetzt sitze ich halt hier und muss das Beste draus machen. Das Muttertier ist da jetzt die nächsten 2 Wochen. Also wenn ihr mal bei den nächsten Streams im Hintergrund ein Schnarchen hört, dann wird das Muttertier sein, ja. Wie gestern beim Unite zocken Telegram. Handy an, kurz gelabert, abgesprochen und im Hintergrund. Und ich habe gesagt, ah, das bin nicht ich. Ah, wie atmest du denn, Bruder? Und ich, hey, das ist die Mama, die schläft, die schnarcht. Hat mir keiner geglaubt. Egal. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich wollte euch einfach nur mal informieren, weil das war der Anruf, den ich bekommen habe. Jetzt weiß ich auch, wie wir es machen. Jetzt weiß ich auch, dass Mama hier bleibt. Jetzt weiß ich auch, dass das jetzt 2 Wochen so und so sind. Dass man ansonsten aber nichts weiter machen kann oder machen soll, dass einfach nur 2 Wochen aussitzen sein soll und wie es der Mama dann geht und wie sie sich verbessert oder auch nicht, weil die hat wirklich extrem jetzt diesen Husten und extrem alles andere, während ich, seitdem ich die Medikamente nehme, das doch sich deutlich gebessert hat, das schon hätte er machen sollen, mal gucken, wie es bei ihr jetzt weitergeht und was ihr Test überhaupt sagt, weiß ich gar nicht, wann sie das kriegt. Ah, die Schatze! So. Und wir sind ja nicht alleine, wir haben einen Adi, ne? Der Adi kann uns ja auch besparen. Kennt ihr jemanden, der schon mal in Quarantäne war? Oder wart ihr selber schon mal in Quarantäne? Ja? Und vor allem, wichtigste Frage ever, wie wird bei euch der Abstrich gemacht? Mund? Nase? Mund und Nase? Mund oder Nase? So im Vordergrund oder schön hintergestochert bis zum geht nicht mehr. Schreibt's mal rein, das würde mich interessieren. Dass ich dachte eigentlich, da gibt's eine Regel für alle, dass es jeder gleich macht, weil es eine richtige Methode gibt. Und nicht, es ist egal, wie jeder macht, was er möchte. Der Nächste kommt und schiebt sie dann in den Arsch oder was, das verstehe ich nicht. Und sagt dann, so erst der Arsch hat dann in den Mund, komm her, du Sau, du.
Wenn sowas ist, sagt Bescheid, da gehen wir dagegen vor. Das können wir nicht machen, dass das jemand so ausnutzt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.